Typecasting. Also soll heißen, Gefangene und Wärter wurden erst dann bei den Dreharbeiten plötzlich so beschlossen, wie sie sind. Alle meine Freunde dürfen Comedy Street sehen. Nur ich nicht, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Ich finde das so gemein. Hallo, darf ich Sie daran erinnern, die Zigarette bitte in Aschenbecher zu tun und nicht einfach hier so hinzuschmeißen. Schönen Dank, Herr Professor. Ja. So. Ja. Und es gibt ja eine das mit dem Telefon ist eine andere Sendung. Aber Anna. Das mit dem Telefon lieben alle. Aber ihr kannst mal mit dem Glas so machen, als ob das das Telefon ist und nein. Du schreist da rein. Ja, aber es ist ja eine andere Sendung. Nee, mach doch einfach was Lustiges. Ja, dann kann ich ja jetzt, dann kann ich ja gleich hier Beckenbauer imitieren. Ja, mach. Oder Raab. Mach irgendwas Lustiges. Das ist eine andere Sendung, Anna. Simon! Glauben. Ja. Hey, Simon. Ich muss den Alkohol weg. Nein, das ist auch kein Alkohol. Also guck mal, was hältst du von dem Katholizismus und dem Islam? Was hältst du davon? Bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig, aber ich bin Protestant. Ich bin evangelisch. Evangelisch, okay. Ja. Und was hältst du vom Islam grundsätzlich? Also diese ganzen Debatten immer und so. Was ich vom Islam grundsätzlich halte? Ja. Erstmal bin ich da auf dem Gebiet kein Experte. Ja, wie die meisten. Und ich habe Freunde, die dem Islam angehören. Ja. Und ich hänge ganz gern mit denen ab. Aber auch nicht lieber als mit anderen Freunden. Es sind Freunde und die haben eine andere Religion und so ist das. Okay, du bist ja neutral und tolerant, also jetzt nicht, dass du denkst, sie sind zu radikal mit diesem ganzen Terrorismus. Oh, es gibt ein paar radikale Islamisten auf jeden Fall. Die sind auch mit Sicherheit nicht ohne. Und es gibt da aber auch viele radikale Christen, die sind auch nicht ohne. Ja. Und radikal ist immer scheiße. Okay, alles klar. Danke dir, Simon. Ja, bitte.